So, ein wunderschönes und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Folge 37. Wir hatten letztens den siebten Arena-Leiter besiegt, gell? Oder? Mal gucken. Oder sind wir gerade bei dem siebten Arena-Leiter? Ach, ja, genau, wir sind jetzt bei der achten Arena. Okidoki, dann ja, haben wir letztens schon alles vorbereitet dafür. Cool, können wir direkt loslegen mit der 8. Arena. Sehr schön. Hey, warte, du Champion in Spee. Nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters von... Du wirst doch wohl wissen, mit wem du deinen Arbeitsvertrag abgeschlossen hast. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Leitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Bohnen-Pokémon ein. Ja, und genau deswegen werden wir hier auch mit Smetwo sehr gute Chancen haben. Smetwo ist Smetwo ist ganz oben. Denn diese Arena ist mit Smetwo, also mit Psycho-Pokémon, echt ein Witz. Oh, der erstmal holen wir uns richtig das Item. Beleber. Braucht keine Sau. Höchstens Top-Beleber oder sowas. Hehehe, so langsam geht dir. So langsam geht dir die Luft aus. Verstehe ich zwar nicht, wenn er gerade mal der Erste ist, wie soll mir da schon lange in die Luft rausgehen? Verstehe ich das gerade sinnhaftlich nicht wirklich? Aber naja. Schauen wir einfach mal. Und weg ist er. Sehr schön. 1300 EP. Nice. Oha! Victor, ich weiß nicht, ich nehme einfach mal. Eigentlich können wir alle mit Psychopath besiegen. Mir gehen die Pokémon aus. Ja, ja. Was? Kaiai? Kiai? Okay, mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Ja. Mobilisiere mal lieber deine Pokémon. Schwarzgurt, Alter. Ach ja. Was? Gerade mal 730 EP, 750 EP, was ist hier los? Geht denn mal gar nicht. Meister, verzeih mir. Hör, da hast du deinen neuen Meister gefunden, ha? Du kleiner Wicht, du. Ich bilde mit meinem Pokémon eine Einheit und Yin und Yang. Okay. Soll das auf eine Geschlechtspraktik hinweisen? Oder, wie meinst du das jetzt so? Dompteur. Hat hier mal eine Weile. Oh, aber schon Level 43. Ich meine, klar, immer noch 20 Level unter mir. Aber. Oh, okay, dafür hat er nur ein einziges gehabt. Deine Pokémon harmonisieren gut mit dir. Ja, ich mache mit deren auch generell die 69. Wenn du verstehst, was ich meine. Die ist besser als Yin und Yang. Und der nächste. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Was? Noch so ein Trainer. Und auf der Level 43. Hat er auch wieder nur eins oder was? Dann wäre den. Kirin wurde besiegt. 220. Und ja, hat auch nur eins. Okay. Ist ja lame. Aber gut, verbrauchen wir wenigstens weniger AP. Ich dachte, ich muss vorher nochmal zum Pokémon Center. Aber dem ist ja wohl nicht so. Oh, der hat drei Pokémon.
Okay, dafür brauchen wir Level 38, also ein Witz. Da reicht wahrscheinlich sogar Konfusion aus. Okay, one shot. Gut, bei dem reicht Konfusion auf jeden Fall. Das ist die erste Entwicklung, ist also schwächer. Pro Level. Aber wir kriegen dafür auch wesentlich weniger EPs, Alter. Ist ja. Boah, hat mal 700. Nein, nun wirklich nicht. Der atemberaubend hier. Sehr schön. Komme ich da nicht mehr durch? Auch so schön. Komme ich denn hier durch? Nein. Komme ich denn hier durch? Nein. Okay, nun, das war ein Trainer. Dann gehen wir mal zu dem hin. Und sag mal hallo. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Von was träumst du eigentlich nachts, Junge? Das ist ja. Boah. Nedo. Das ist ja so unendlich billig. Das glaubt er wohl selber nicht. Aber hat er nicht gesagt, alle setzen Boden-Pokémon ein? Aber ist jetzt nicht unbedingt das typische Boden-Pokémon, würde ich mal sagen, sondern eher so Richtung, naja, alles andere als Boden. Ich meine, es krabbelt auf dem Boden, ja, oder es raubt sich von mir auf dem Boden nach vorne, aber haben wir auch nicht. Gut, bei Tauros hätte Konfusion wahrscheinlich auch gereicht, aber egal. Oh! Oh! Okay. Aha. Der mit seinem Lolli, Alter. Was ist mit dem los? So. Wo geht denn jetzt hier lang? Okay, noch ein Trainer. Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Ja, da gibt es mehrere. Die Königsdisziplin gibt es ja auch noch. Ne? Es gibt ja nicht nur Karate, sondern es gibt auch noch sowas wie. Ja, doch. Kann man schon. Also, Karate ist schon relativ geil. Stimmt schon. Level 43, da geht man wieder auf Nummer sicher. Psychstrahl. Und da war es mit Schwarzgurt auch schon auch schon wieder vorbei. So, wer ist der Typ da? Will er auch was von mir? Ja, natürlich will er was von mir. Sollte man zwischenzeitlich speichern, gell? Die Arena-Halle von Britannia City war lange Zeit geschlossen, doch du bist der Meister zurück, um dir in den Arsch zu treten. So, Trainer 2 Pokémon, ich setze erst Nidorino ein. Mhm. Ciao, da hoffe ich mal echt, dass uns beim Arena-Leiter nicht die APs ausgehen. 1000 EPs gerade mal, du wirst doch verarschen. Oh, Nidoqueen. Mal gucken. Könnte nicht reichen? Oh, achso, okay, wir Volltreffer. Ich ging nämlich fest davon aus, dass es nicht reichen dürfte. Doch, 1700 EP, Alter. Level 65. Holy shit. Ich wurde besiegt. Ja. Ich möchte auch nicht mehr lang. Danke, dass ihr alle Wege verbaut habt. Was ist los mit euch? Ach ne. So, gehen wir mal da hinten hoch. Da hoch. Okay, da war der Typ. Ah, das ist gleich der Arena-Leiter. Da nutze ich mal die Gelegenheit, jetzt tatsächlich mal zum Speichern. Weil ich weiß nicht, ob uns die APs ausgehen. Hehe. Tja. Team Rocket hast du. Achso, ja, wie gesagt, ne, ist ja Giovanni und ja. Für alle, die es nicht wussten, das ist Giovanni, der Boss von Team Rocket. Der größte Trainer, fordere Revanche. Wobei ich nicht verstehe, warum ein Gangster-Boss wie Giovanni Arenaleiter werden kann. Ich dachte eigentlich immer, Arenaleiter ist ein anerkannte, ne, dass es quasi eine anerkannte Tätigkeit ist. Also eine, weiß ich, sowas wie staatlich geprüfter Trainer oder sowas, ne?
Aber wieso bitte schon ein Gangster muss staatlich geprüft werden? Also, vor allem, wenn die Kinder Sau kennt. Wie kann er denn bitte schon offizieller Arenaleiter werden? Weil offizieller Arenaleiter müsste ja irgendwo in einer Liste stehen. Da kann er nicht einfach stehen, unbekannt. Also, ja. Finde ich ein bisschen sehr fragwürdig. Die machen die Arten da, wie die da arten. So, er hat 5 Pokémon. Das heißt, ich muss jedes Pokémon mit 2x Psychstrahl besiegen können. Ansonsten habe ich ein Problem. Was? Megablick? Was macht ein Megablick? Keine Ahnung. Smetro hat 1600 EP. Snubbelicat. Snubbelicat ist ein starker Gegner. Vor allem, dass er auch schon Level 53 ist. Huiuiui. Okay. Doppelteam. Ah. Bitte nicht. Was? Gegner Snubbelicat Flu nimmt zu. Okay, was auch immer Flu ist. Willst du mich ficken? Ernsthaft? Aber was ist das noch? 4-mal ein Buch und so. So, Blickheit wurde besiegt. 1680 ist genau meine Bildschirmauflösung in der Breite. Psychstrahl. Nidoqueen. Level 53. Eieieiei. Attack ist sehr effektiv. Ja, das glaube ich auch. Haha. Nu. Du bist ja voll billig und so. Na komm. Bam. Sehr effektiv. Finde ich geil. Netbo erhält 2000. Alter Schwanzpenis-Kandacken vor. Oh, Level 55. Okay. Da brauchen wir wirklich 2x Zielstrahl wahrscheinlich. Ah, nee, doch. Konfusion sollte reichen. Megablick. Verstehe ich nicht. Was ist dieser Megablick? Was macht der? Attack ist sehr effektiv. 2300 EP. Rizoros. Uiuiuiui. Ja, wie gesagt, zum Glück sind alles Boden-Pokémon. Das heißt, wir haben gegen Smetro kaum eine Chance. Megablick. Ach, oh, ich lese immer Megablick, dabei steht da Megablock. Wow. Ja. Wer lesen kann, ist kein Vorteil. So, da sollte noch einmal Konfusion den Rest machen. Rizoros ist verwirrt. Er hat sich vor. Ja! Okay, er macht sich selber fertig. Haha, easy. Rizoros wurde besiegt. Smetro hält 2400 EP. Digga, wird immer mehr. Und Giovanni ist Geschichte. Ha! Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte diesen Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Oh, holy shit. Oh? 5400 Yen, also umgerechnet etwas mehr als 400 Euro, kann man sich schon, ne? Ich meine, ist für so kleinen Jungen, ich meine, ich weiß ja nicht, wie alt sind wir im Anime, 11 Jahre oder sowas, ne, da sind 40 Euro schon ganz schön, kann man sich ordentlich ein paar Joints kaufen. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehören. Er stellt den Beweis deines Könns als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir Zugang zu der Pokémon-Liga. Holy shit. Nimm dieses Geschenk mit in deine Pokémon-Liga-Abenteuer. Ich erhält TM27. Geofissur ist, glaube ich, eine sehr starke Attacke. Aber ich habe keine Erd-Pokémon. Damit kann man ein Pokémon mit nur einen Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Erstens, warum Arenaleiter war's? Bist du jetzt keiner? Warum kämpfe ich denn gegen dir? Und zweitens, wieso setzt du denn selber nicht Geofissur ein? Du Volldeppo! Meine Fresse, ich mach dich einfach platt und du hast so eine starke Attacke und nutzt sie nicht. Dämlich muss man sein. Ernsthaft. So, gehen wir mal ganz schnell ins Pokémon Center. Und dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns auch mal für diese Folge. Lalalala. Schönen guten Tag, bitte heil. Dankeschön. So. Ja. Dann direkt mal speichern.
Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.